Herzlich willkommen zu Brisant am Freitag. Schön, dass Sie bei uns sind. Heute an Tag 7 werden Menschen unter gefährlichen Bedingungen evakuiert. Der Beschuss auf Israel durch die Hamas nimmt kein Ende. Und die humanitäre Notlage im Gazastreifen wird immer schlimmer. Auch heute schauen wir auf die aktuelle Situation im Nahen Osten. Wir sprechen über die aktuelle Lage mit meinem Kollegen Christian Limpert für uns in Tel Aviv. Zuerst zur Evakuierung der deutschen Staatsbürgerinnen und Bürger aus Israel. Wie hat das bisher geklappt und wie soll es damit weitergehen? Kommen wir jetzt zu einem Mann, der sowohl als Politologe und Schriftsteller auf das Geschehen in Israel blickt, als auch aus familiärer Sicht. Raphael Seligmann wurde in Tel Aviv geboren und kam mit 10 Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland, die vor den Nazis geflohen sind. Ja, und seit Jahrzehnten setzt er sich gegen Antisemitismus ein, gilt als jemand, der auch unbequeme Wahrheiten offen ausspricht. Und wir haben ihn in Berlin getroffen. Erdbeben. Der Krieg in der Ukraine, in Israel und im Gazastreifen, Afghanistan, ja auch hier bei uns in der Redaktion, spüren wir es in den letzten Tagen wieder. Die Bilder und Nachrichten der globalen Krise, ja, sie sind zum Teil nur schwer auszuhalten. Machtlos fühlen sich derzeit viele vor dem Leid auf der Welt. Und um handlungsfähig zu bleiben, ist es wahnsinnig wichtig, einen Umgang mit dieser Überforderung zu finden und das Gute nicht aus den Augen zu verlieren. Heute Abend ist es wieder soweit. Der rote Teppich wird ausgerollt bei der Preisverleihung. Die goldene Henne. Ja, und Sie werden auch dabei sein. Ute Freudenberg und Anastasia, Sie stehen heute auf der großen Bühne. Ja, und Anastasia wird gerade ja mit ihrem aktuellen Album gefeiert, während Ute Freudenberg angekündigt hat, beruflich kürzer zu treten. Und das aus gesundheitlichen Gründen. Ja, über Schicksalsschläge öffentlich reden und dabei weiter das Leben genießen. Ein Punkt, der beide Frauen verbindet. Ja, das sind auch Bilder von den Proben. Im Moment wird ja noch geprobt. Unsere Promi-Expertin Susanne Kleen ist schon mittendrin im Henne-Geschehen. Susanne, das ist ja alles immer sehr, sehr aufregend. Die Show startet ja schon in knapp 3 Stunden. Ach, wie schön. Ich freue mich auch. Die Schalte zu Susanne Kleen haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und morgen bei uns gibt es natürlich alles zum gesamten Abend der Goldenen Henne-Verleihung. Ja, wer sich an die 80er erinnert, der denkt an Rick Astley und diesen Song hier. Ja, der Hit wurde zum meistgeteilten Meme des 21. Jahrhunderts und damit zu einem Social-Media-Phänomen. Und statt sich auf diesen Erfolg so ein bisschen auszuruhen, veröffentlicht er jetzt ein brandneues Album mit dem Titel Are We There Yet? Sind wir jetzt angekommen? Der Paddington-Bär hat viele Fans, auch Queen Elizabeth II. War ein großer Fan der Kinderbuchfigur. Ja, er ist eben auch ein Brite, wie er im Buche steht, mit einer Vorliebe für Marmeladenbrot, was ja viele gar nicht wissen. Der Bär stammt überhaupt nicht aus Großbritannien. Er hat Wurzeln in Peru. Ja, er ist mit einem Rettungsboot an Land gekommen. Und jetzt wird der berühmte Paddington-Bär 65 Jahre alt. Und jetzt zu Lenny Kravitz. Lenny Kravitz ist nach 5 Jahren endlich wieder mit neuer Musik zurück. Ja, und nicht nur das, er hat auf YouTube ein neues Video gestellt zu seiner Single, die gestern Abend erschienen ist. Ein nackter, mega durchtrainierter Lenny Kravitz tanzt da durch die Gegend, putzt die Zähne. Also er beglückt auf jeden Fall seine Fans nicht nur mit neuen Beats, sondern auch mit seinem blanken Hintern und seinem Sixpack. Sehen Sie selbst. Die deutsch-französische Serie Parlament geht in eine neue Runde. Mit dem Grimme-Preis wurde sie ja schon ausgezeichnet. Ja, die humorvolle Geschichte rund um Sammy, die versucht im Europäischen Parlament mit all seinen komplizierten Verstrickungen durchzublicken. Und sie geht weiter mit bekannten Darstellern. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Für mich geht's jetzt zur Goldenen Henne, also rein ins Abendkleid. Wir sehen uns dann morgen wieder um 17:10 Uhr. Hübschen Sie sich auch ein bisschen auf. Bis dahin. Tschüss.